Was geht, Freunde, und herzlich willkommen hier auf meinem ersten Vlog auf diesem Kanal. Falls dieses Video dir gefällt, vergiss nicht, ein Like da zu lassen, kommentiere und abonniere, sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich erzähle dir gleich, wenn ich aufstehe, wo wir hinfahren und was wir da machen. Ich bin müde. Gute Nacht, Jungs. Hey, ich bin aufgestanden nach 10 Jahren. Auf jeden Fall, Freunde, heute werden wir zu Rohat, Breitenberg und Abogoko Live Event gehen. Basketball Live Event ist anderthalb Stunden bei mir entfernt. Wir müssen aber zuerst im Bus einsteigen und dann im Zug. Ich freue mich. Es wird ein langer Vlog geben. Es ist lang. Ja, deswegen viel Spaß. Mal gucken, ob wir das schaffen. Der Bus hat Verspätung. Das ist ja geisteskrank. Ich habe jetzt nur 2 Minuten Zeit, bis der Zug kommt. Mal schauen, wir schaffen das. Drücken die Daumen, dass wir pünktlich ankommen. Bitte. So, es ist soweit. Aber ich kann euch sagen, ich bin sowas von fertig. Ich war an diesem Tag so hart nervös, dass ich nicht schlafen kann. Deswegen, ich bin einfach müde. Ich habe, glaube ich, nur 4 Stunden geschlafen. Ich bin einfach aufgeregt. Ersten Vlog und ersten Event, den ich gehe. Zu dem Content Creator. Ja. So, in der Hoffnung, dass wir einen Platz kriegen können. Das ist sehr gut. Aber sieht schlecht aus. So, da warten wir. Unsere weite Fahrt wird sich erstmal um unbestimmte Zeit verzögern. Nein. Grund hierfür sind nämlich Personen im Gleis. Wie das Ganze Hallo. dann weitergeht und wann es weitergeht, kann ich leider nicht sagen. Ich will nach Zwickau. Ja. Sobald ich mehr weiß, werde ich Sie wieder informieren. Ich bitte um Verständnis. Mann, Mann. Wollen wir auch so eine Scheiße. Ich mache das mit niemandem. Ich habe das noch nie gemacht, dass sie irgendwie eine versteckte Kamera anbringen und die fragen, Elsner schon mal. Das habe ich nie gemacht. Nie. Verstehe das nicht. Ich auch nicht. Tut mir leid, junger Mann. Ich weiß auch nicht, warum. Immer, die Lehrer hat immer gesagt, Klaus, du sollst in der Schule die Wahrheit sagen, du sollst die Hausaufgaben abschreiben und du sollst das sagen, was du weißt. Ja, die haben immer gesagt. Immer ist es woanders. Diese ganze Mist. Ich weiß. Da kracht. Also ich bin jetzt im Chemnitz Hauptbahnhof und der Zug hatte genau 1 Stunde Verspätung durch den Menschen, die auf der Gleise waren, keine Ahnung. Und da kamen plötzlich random Leute, die einfach komisch geredet haben über keine Ahnung. So dumm. Und dann ist der Typ ausgestiegen und der Zug ist einfach weitergefahren, so eiskalt. Das ist genauso. Ist richtig so weitergefahren und da hat er richtig geschrien. Ich habe es leider nicht gefilmt, weil es so schnell war. Aber jetzt fahren wir zum Technopark. Aber die Straßenbahn hier bei denen in Chemnitz richtig geil. Guck, wie cool es ist. Richtig cool. Hier ist mit Technopark. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, Zeit haben wir noch. Deswegen ist der Bahnhof. So sieht der Chemnitzer Bahnhof aus von außen. So, Freunde, wir sind gleich angekommen. Ah, perfekt. Gerade, ja, hier, jetzt. Nein, ist der Technopark. Dort hinten habe ich gerade gesehen, dass Kraftverkehr ist. So, Dankeschön. Aber, Ella, ich bin alleine hier. Hier sind keine Menschen. Okay. Ich dachte, ich steige so mit 40 Leuten oder so. Ist ja einfach leer. Ich bin gerade damit ausgestiegen. Ich bin der Einzige hier. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh, oder? Freunde, was soll ich sagen? Ich habe Hunger. Erstmal Hunger. Ich habe den Ort schon gefunden, also den Platz, Kraftverkehr, ist direkt hinter uns. Ich bin dort hinten ausgestiegen und ich dachte, ich muss dort hinten gehen, weil überall hier Firmen sind. Aber man kann den direkt von hinten hier sehen, aber ich kann dann nicht zoomen durch die Sonne, blendet ein bisschen. Ihr seht das nicht, aber vielleicht, ich kann zoomen. Moment, ich such's. Also dort hinten. Genau. Ah, erkennt man leider nicht. Okay, perfekt, perfekt. Ich muss masten. Ich habe Apfel dabei und die Sonne blendet. Aber zum Glück habe ich einen Apfel mitgenommen. Ich habe sie überall gesucht, hier gibt es nichts zu essen. Ich muss jetzt mit Straßenbahn 15 Minuten dorthin fahren, dort hinten.
um was zu essen. Aber Zeit rennt. Apfel reicht lang. Oh, er ist sauer. Oh, ich liebe saure Apfel. Ich liebe das. Saurer Apfel, Sonnenschein, klarer Himmel, Musik hören, genießen. Beste. Beste Frühstück, beste Mittag, sage ich. Besser als Dürüm und Döner und Shish Kebab. Genau, ich werde erstmal meinen Apfel essen, fertig. Und dann laufen dorthin. Und dann chillen wir auf jeden Fall bis 15 Uhr draußen. Da sind wir. Kraftverkehr. Ja, da chillen auf jeden Fall ein paar Leute. Ich freue mich. Also, ich bin vor Kraftverkehr. Dort Leute chillen. Dort essen die. Die haben auf jeden Fall den Crimex Pizza verteilt. Hier sind die paar Gäste. Viel gut, das ist der Hotel. Hier chillen die. Ja, hier wird dort auf jeden Fall live gestreamt. Wahrscheinlich. Ich freue mich. Und dort hinten parken alle. Weil die Brille macht schon das Outfit krass. Verspätung! Alarm, dort oben sind die. Alarm, jawohl. Yeah. Ja, ich will auch eine Pizza. Ja, natürlich. Machst du Livestream? Das ist ein Masten. Machst du Livestream? Ein Video, Bruder. Ja? Ja, ein Vlog. Hugo! Hugo! Hey! Hugo! 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 Kind von dir. Ich bin drinnen. Hallo. Standard, alles klar, dankeschön. So. Wir sind drin. Gab ein bisschen Verzögerung. Jo. Herzlich willkommen, meine Freunde, hier im Spiel von Abudoku, Rohat und Breitenberg. Wir haben uns heute hier versammelt, zahlreiche Gäste eingeladen. Sehr geil. Wo wird das sein? Draußen irgendwo haben wir auch noch Philipp. Er ist der Außenmoderator. Wir haben ein großes Moderationsteam heute. Der auch nochmal Applaus für Philipp. Sehr geil. Den ersten Star des Abends. Rohat war derjenige. Rohat! Meine Freunde, das ist der Mann, der den Basketball hier zu veranstalten. Okay, freut mich, dass ihr alle da seid, Jungs. Heute unser erstes Spiel, meine lieben Freunde. Guck mal, bitte filmen wir diesen Tag ab. Gute Jungs! Wir distanzieren uns davon. Ey, ich danke jeden Einzelnen, dass ihr alle angekommen seid. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Fahrt, ihr habt eine schöne Reise gehabt. Und jetzt der nächste, der geil drauf ist, Abu Boko, meine Herrschaften, Nummer 3 im Team. Sag mal hallo. Also erstmal hallo an Chemnitz. Gut, dass ihr alle hier seid. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, nicht wir bringen Chemnitz auf die Karte, sondern das macht ihr schon. Das ist so heftig, wie viele gekommen sind. Und bis jetzt nur gute Laune begegnet. Danke auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Also damit Bescheid wisst, wir haben 6 Teams, die man Eli, Kalt, Eli, Willi und Sidney und so weiter kennt, die kommen zu spät. Nein, das soll ich ausprobieren. Wir hatten eine Aktion mit einem Fußballspiel und die haben sich eingesetzt für krebskranke Menschen und so. Also ist eigentlich schon. Hey!
Yes, viel Spaß. Sehr geil. Falls ihr euch fragt, warum ich moderiere, ich habe 9 Bälle geworfen, 9 Bälle daneben. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich spiele nicht, ich moderiere. Das erste Spiel ist immer das schwierigste Spiel und die Leute sind aufgeregt. So, Team Eggers und Team Abu Goku, was sagt ihr? Habt ihr Bock? Ja, wir haben Bock, wir haben Bock. Sehr, sehr geil. Applaus für Team Eggers, dann geht es gleich zum ersten Spiel. Pizza bekommen. So muss das sein. Damit. Bitte die beiden Fahrzeuge noch mal umparken, meine Herrschaft. Das ist sehr, sehr wichtig für Sicherheit. Ich habe mir sagen lassen, dass es sowas im Campus noch nicht gab. Also wenn das Ding heute geil wird, dann werden wir öfter solche Sachen veranstalten. Sehr, sehr gut. Und fort. Ah, da war die Führung ganz klar. Die Mappy Slice. Der Kick kann jetzt aus. Oh! Ja, das war klar. Dann nehmen wir Swish. Und seid. Cody! Oh! 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 Alter! Junge! Krass! Sehr, 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 sehr krass! Jetzt merkt meine Herrschaft! Ich habe keine Stimme mehr. Achso, ich bin! Egal. Team Ho. Und wir harmonieren sehr, sehr gut. Wow, Willi mit dem Euro-Step. Die waren alle vorbei. Wow, hier sieht man echt noch geile Bastardos. Geil, also Willi, herrlich. 3, 2, 1. Und aus, meine Freunde. Team Gitterweg gewinnt 10 zu 6. 15 Sekunden noch. 5 zu 8 ist knapp, meine Freunde. Es kann noch alles passieren. 7, 2, 1. In der letzten Sekunde! Nochmal ein bisschen Applaus hier in der Halle. Wenn wir jetzt gewinnen, dann müssen die Leute jetzt nochmal richtig Vollgas geben. Dann kann vielleicht noch gewinnen. Wir sind im Finale. Die Sieger stehen fest, meine Herrschaften. 19 zu 15, knappes Spiel, Vita weg. Geiles Turnier, geiles Spiel, muss man hier wirklich sagen. Gehen wir noch einmal zu den Teams. Heftig, was sie heute stattgefunden haben. Heftig geil, wie das Finale hier ablief. Ich schaue jetzt gleich auf die Siegesehrung. Wir haben auch noch Pokale, meine Herrschaften. Sehr, sehr geil. Wir haben 2 Pokale. Wir sind als letztes gekommen und haben alle rasiert.
Jossi und Trimax. Und Rest sind dort hinten. Ich muss euch sagen, beste Event, wirklich. Erste Mal in Chemnitz. Wallah, beste. Habibi, Wallah. Ich bin so ein Geist. Ich Das ist nice, einfach von online, das ist traurig. Das ist sehr geil. Vor allem kein Pokal, gar nichts. Außer Essen. Auf ein Hotelzimmer umsonst. Ja, Und Essen. Sehr gut. Alter. Alter Junge, das ist mein erstes Event. Reingehe und alle treffe. Gott, Digga! Jawoll, Digga! Was? Nein! Ich bin drinne! IVIP! Dank dem Bruder! Jawoll! Es hat sich gelohnt! Ich wollte nicht stören, aber mein Traum ist, mit dir zu treffen, wirklich! Das ist mein erster Vlog und mein erster Vlog. Hast du geschafft? Richtig geil. Liken, abonnieren. Ich danke dir. Wir können ein Foto machen. Geil, Mann. Geil. Können wir ein Foto machen, bitte? Danke dir. Sehr gerne. Hier saßen die Creator. Ahmed, können wir ein Foto machen, bitte? Ja. Ich küsse dein Herz. Ohne Kopf, das ist ja auch was dagegen. Geil. Da ist Rohat. Erstmal. Rohat, ich muss euch sagen, beste Event. Mein erstes Event wirklich war noch Maschallah. Freunde. Es war ein sehr angenehmes Abend und sehr geiles Event. Dort hinten ist es der Kraftwehr auf jeden Fall. Kraftverkehr, sorry. Freunde, es hat sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. Ich muss mal hier den Licht gucken. So, sieht man mich? Ja, ist ein bisschen dunkel und ich habe keine Akku mehr. Deswegen muss ich sagen, vielen Dank. Danke an Breitenberg, Rohat und Abu Goku, dass sie sowas in Ostdeutschland für ein Event machen. Geisteskrank, wirklich. Ersten Event hier, Content Creator. Es hat echt Spaß gemacht und ich habe mein Ziel erreicht, den zu treffen. Auch anderen Content Creator, TikToker, YouTuber, Streamer, richtig, richtig cool auf jeden Fall. Die Bilder werdet ihr auf Insta sehen. Also ich werde auf jeden Fall einen Betrag hochladen, mit wem ich ein Bilder gemacht habe. Und das werdet ihr auf jeden Fall auf Insta dann sehen. Ja. Es war wirklich geisteskrank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass du bis dahin zugeguckt hast. Ich hoffe, du hast ein Abo da gelassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.